Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 1. So, wir machen einen schönen Körper ins Wasser. Okay, ich muss mich kurz orientieren. Hallo. Was ist denn mit dir los? Tauchst du oder was machst du? Okay. Er ist also ganz normal geschwommen. So. Jetzt haben wir die richtige Animation. Ich denke mal, mittlerweile dürfte es hier im Ork-Gebiet von Orks nur so wimmeln. Deswegen freue ich mich auf den Teil jetzt überhaupt nicht, auf den Weg dahin. Aber gut, was muss, das muss. Muss ich jetzt kurz mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Hier oben war, glaube ich, ach ja, genau. Gut, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier runter. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht auf einmal von 5 Orks gleichzeitig angegriffen werden. Dann können wir nur noch flüchten. Und wenn alles nichts hilft, dann können wir immer noch den Geschwindigkeitstrank nehmen. Fällt mir gerade auf. Den haben wir ja auch noch. Okay, ich bin schon wieder falsch gegangen. Wo muss ich denn jetzt hin? Hm. Kann ich hier unten vielleicht irgendwie... Nee, da ist Kavalons Hütte. Da ist das alte Lager. Das war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Hä? Wo bin ich hier eigentlich? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Bevor ich mich hier noch... noch weiter verlaufe. Ich nehme am besten die Fokuskarte, die ist am genauesten gewesen. Ja, toll. Das bringt mir ja nur gar nichts, was... Ach. Gut, wir müssen zurück. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hoch. Oder? Ja, wir müssen hier irgendwie lang. Ach, da kann man lang gehen. Okay. Gut, dann habe ich jetzt doch noch die Kurve gekriegt, quasi. Alter, ist das laut hier. Oh. Da ist eine Horde von Beißern und da ist ein Schattenläufer. Den Schattenläufer lasse ich erstmal in Ruhe noch. Aber die Beißer dürften mittlerweile kein Problem mehr sein. Und da vorne wissen wir ja schon, dass da Orks sind. Ja, es stört mich gerade relativ wenig. Das hier... Oh. Bleibt bloß weg, Freundchen. Och, nun beeilt euch doch mal. Mann. Lahmarschiges Tier. So, wir haben jetzt gesehen, wir machen ordentlich Schaden bei den Viechern. Ich hoffe echt, dass das Vieh da oben bleibt, sonst ist hier alles vorbei. Ist das cool? Oh, wie lange haben wir für die Beißer gebraucht, als wir das erste Mal als Gegner hatten? Und die haben uns kaum was abgezogen. Ah, ist das herrlich. So könnte es von mir aus immer sein. So, ein Trank. Die Beere, da nehmen wir auch noch. So, Schwert gezogen, gespeichert. Und dann kann das hier weitergehen. Da haben wir auch schon den ersten Ork. Das ist allerdings kein Krieger. Das heißt, den dürften wir auch relativ schnell besiegt haben. Ja. Sehr schön. Also ich mag das neue Schwert, auf jeden Fall. Ich habe so lange auf den Zweihänder gewartet und jetzt wisst ihr hoffentlich auch warum. Das ist super genial. So, der erste Ork ist kaputt. Da hinten sind jetzt bloß noch Ork-Krieger. Die haben ja eine starke Rüstung, deswegen... versuche ich mal... Ja, die stehen wieder direkt nebeneinander. Es ist schon wieder... Bewegt euch mal. Oh,
Oder ich kletter hier einfach hoch. Das ist eine gute Alternative. Dann könnt ihr dreimal euer Schwert ziehen. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Okay, es interessiert mich doch. Aber vielleicht, verbuggen die sich ja unterwegs. Hilfe! So. Ah, verflixt! Ah. Nicht! Nicht! Oh. Gott! Jetzt kommen die auch noch angeschissen. Okay, ich kletter hier hoch. Ich glaube, das geht nicht gut aus hier. Ich glaube, das war's. Runterspringen kann ich auf gar keinen Fall. Ach Gott. Ihr geht mir so auf den Keks, das glaubt ihr gar nicht. Gut, ich heile mich mal. Vielleicht haben wir ja den Hauch einer Chance. So, ich denke mal, das dürfte reichen. Wir speichern jetzt nicht auf den anderen, sondern auf den zweiten Speicher. So, wo sind die Viecher jetzt? Ich sehe sie nicht. Ah, da unten, das ist gut. Da können die von mir aus auch bleiben. So, die sind hier wahrscheinlich hintergegangen und dann runtergerutscht. Aber die sind immer noch auf der Jagd nach uns. Wo sind sie? Hm. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Och Mensch, hier sind wieder die blöden Urkunde. Sag jetzt nicht, die sind in den Tod gestürzt. Das wäre echt uncool. Ah nee, da hinten sind sie ja. Aber was sind denn das dann für Orks, die da hinten stehen? Oder liegen, besser gesagt. Och, wer weiß. So, den greife ich am besten mit dem Frontalangriff an. Hör auf, auszuweichen! Blödes Mistvieh. Okay, ich würde sagen, wir können das erstmal so speichern. Wir sind ja immerhin wieder unten, also nicht mehr in Lebensgefahr. Okay, die wurden von irgendwas getötet, auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt kommen die auf einmal an, oder wie? Ich hab's geahnt, ich hab's echt gewusst. Blödes Viehzeug. So, das ist jetzt einer. Wo ist der andere? Er kommt bestimmt gleich um die Ecke, wenn ich gegen den kämpfe. Na gut, jetzt kann er ruhig um die Ecke kommen. So, wo ist der Orkhund? Der hat uns ja auch schon verfolgt. Ja, da ist er. Der frisst. Schmeckt der andere Orkhund? Hör auf auszuweichen. Ey, das geht mir echt auf den Keks. So. Ein Ork mehr weg. Ein Orkhund weg. Und kaum Energie verloren. Das ist gut. Oh, da ist er ja. Ah! Okay, der hat auch Schaden eingesteckt. Die sind anscheinend doch runtergefallen. So. Vor dem brauchen wir ja keine Angst mehr zu haben. Ah, ich drücke zu schnell.
Okay, also eine ganze Horde kann uns doch schon einiges anhaben, ja? Aber einzeln sind die Dinger kein Problem. Oh. Da wimmelt's ja auch wieder von Orks. Stirb bitte schnell. Sehr gut. Danke, dass du auf mich gehört hast. Ja. Wir haben jetzt hier haufenweise Tiere erledigt. Haufenweise Tiere rennen hier aber immer noch rum. Ach, verdammt, das war ja für Mana. So. Am besten wir speichern hier an dieser Stelle noch einmal. Ja, toll. Eine Riesenmenge Orks. Eine Riesenmenge Orkhunde. Wisst ihr, was man da am besten tut? Durchlaufen. Also ich will jetzt erstmal zu Lester, falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet. Und Lester Bescheid sagen, dass er sich mit den anderen treffen soll. So. Ach, von 2 Minuten haben wir mehr als von 1 Minute. Okay. Gut, dann speichere ich nochmal, dass ich die ganzen Pflanzen da eingesammelt habe. Und dann geht das los. Auf geht's. Uhrzeitschachtel, Uhrzeitschachtel. Und Xalas war, glaube ich, da hinten irgendwo. Oh! Die sind aber plötzlich erschienen. Also ein oder zwei können wir ja erledigen. Aber jetzt nicht, wenn die alle auf einmal kommen. So wie jetzt zum Beispiel. Hier oben war, glaube ich, auch noch ein Ork. Da ist Xardas Turm. Ach, ein Orkjäger. Stirb, du Lusche. Ah, der hat nichts dabei, natürlich nicht. So, die Brücke war hier. Und hier müsste ja eigentlich alles schon tot sein. Ah, oh, das sieht gut aus. Hier können wir einfach so durch. Hier habe ich eine Pflanze vergessen. Da ist die Festung. Hier konnte man nicht lang, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Der Golem ist hoffentlich nicht wieder da. Nein, ist er nicht. Ja, und Lester steht natürlich irgendwo da oben rum. Ach man. Gut, die Wirkung hat nachgelassen. Aber es ist doof, man gewöhnt sich so schnell daran, dass der so schnell rennt. Zwei Minuten können echt schnell vorbei sein. Ich bin aber froh, dass damit keine 2 Spielminuten gemeint sind, weil das sind ungefähr 2 Sekunden. Davon hätte man nicht viel. Ach, der ist ja hier drinnen auch noch irgendwo, oder was? Stimmt, da hinten in dem Kämmerlein noch drinnen. Bester. Wo bist du? Oder ist er schon bei Treffpunkt? War einer schneller als ich? Nein, da ist er. Wie soll ich denn? Meister Iberion sagte immer. Okay, die Option hätten wir damals gebraucht, wo wir hier noch waren. Ja, damals, vor 2 Parts oder so. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen.
Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Hä? Der redet wirres Zeug, der Mensch. Aber das hat auch seinen Grund. Das werden wir am Anfang des zweiten Teils mitbekommen. Der Junge hat es auch nicht ganz einfach. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Und am besten direkt zum Turm von Xardas. Und dann probieren wir uns mal an den Golems, die da davor sind. Ich denke mal, ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass diese magischen Wesen Golems sein sollen. Der Steingolem macht mir da am wenigsten Sorgen. Am meisten Sorgen macht mir eigentlich der Eisgolem. Weil der tut das, was ich schon oft probiert habe, was aber nicht gelang. Der verwandelt uns in einen Eisblock. Und das ist echt nicht cool, weil der prügelt dann so lange auf uns ein, bis wir tot sind. Das ist nicht gut. So, und ich sehe gerade, meine Zeit ist schon wieder um. Ich hüpfe noch eben schnell über die Brücke. So, und an dieser Stelle hören wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis gleich.